Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind hier ja immer noch in dem Dungeon und ja, vom Vayrest, dem Palast. Und wir suchen hier immer noch den Ausgang, um hier wieder rauszukommen. Und das kann, glaube ich, noch eine Weile dauern, bis wir hier wirklich den Weg rausfinden. Obwohl, hier, ich will doch nicht, dass. Wo kommen wir eigentlich hier raus? Die Frage stelle ich mir. Vor allem hier, das hat alles irgendwie jetzt wieder. Wurde entladen, sage ich jetzt mal so. Wie komme ich hier raus? Wo ist denn der Ausgang? Wir sind da hinten. Ah, da unten sind wir. Und wenn ich hier jetzt entlang gehe und dann hier lang und dann wieder, müsste eigentlich alles nach oben gehen. Und hier. Ich hoffe wirklich, wir finden hier den Weg wieder raus, weil wir ansonsten hier im Dungeon erstmal ein Weilchen feststecken. Ich glaube, hier könnten wir irgendwie. Ob da vielleicht eine Verknüpfung ist? Warte mal. Nein, da kommen wir nicht weiter. Aber dann stelle ich mir die Frage, wenn wir hier lang gehen, wo dann das hier führt. Probieren wir mal diese rote Wand da hinten aus. Ist jetzt. Wie kommt man an diese Wand, die hier ist? Nee, hier geht's nicht weiter. Nach links. Da wollen wir erstmal noch nicht runter. Wenn wir hier runter gehen. Wenn wir hier hingehen würden, würden wir da ankommen. Und das würde dahin führen. Aber da kommen wir ja so nicht hin. Wir müssen uns irgendwie einen Plan machen, wie wir hier weiterkommen, vorankommen, zurückkommen, irgendwie. Das ist schon sehr, sehr kompliziert hier, der ganze Weg. Wie kamen wir überhaupt hier hin erst einmal? Wo war hier der Weg, wie wir hier hinkamen? Das war der hier. Ah, jetzt einmal richtig vernünftig drehen. Das war hier. Hier kamen wir in dieses Gebiet. Da ist noch eine Tür.
Hier, also noch ein Portal hier. Das uns da nicht hier hinführen würde. Wir stecken aber da. Also hier erst einmal die Treppe hoch, würde ich sagen. Geschätzt. Glaube ich hier lang. Ne? Hier lang auch nicht. Irgendwie müssen wir doch wieder zurückkommen. Ich raffe gerade nicht, wo ich hin muss, damit wir wieder rauskommen. Würde da noch irgendwie ein Weg weiter? Auch nicht. Weil irgendwo müssen wir doch einen Weg finden, oder? Da war ja noch eine Tür. So, aber jetzt erst einmal. Hä? Ich glaube, wir werden hier jetzt erstmal ein Weilchen. Hier hat sie auch noch irgendwas wieder zurückgeladen, sag ich jetzt mal. Ich glaube, hier erstmal runtergehen. Geradeaus und dann runter. Nicht. So, wenn ich hier jetzt. Wenn ich hier jetzt erstmal weitergehen, glaube ich, hier warum. Haben wir hier noch eine Tür? Ach, hier waren wir da auch doch noch nicht. Okay, aber hat mir jetzt auch nichts gebracht, hier zu sein. Ja, die alle haben wir schon. Okay, wir müssen irgendwie den Weg da runterfinden. Moment. Da ist eine geheime Tür. Was hier? Nee, das ist nicht der Raum. Hier war die geheime Tür irgendwo. Da! Das hier jetzt auch gegangen? Hier ist auch noch eine rote Tür. Also so ein Portal. Ah, noch so einer. So, und das nehmen wir gerne mit. Okay, wieder ein neuer Bereich. Und hier haben wir wieder eine rote Tür. Dann gehen wir erstmal, also so ein Portal. Okay, dann hoffen wir mal, dass das hier uns zurückbringt.
So, wir sind jetzt hier gespawnt. Wo hier die nächste rote Zaubertür sein soll. So, Frage ist, wenn wir jetzt hier sind, bringt uns das direkt hier wieder raus? Nee, noch nicht. Dann gehen wir mal durch diesen Portal hier. Okay, wieder ein neuer Bereich. Ah, der kommt wieder. So, der hat sonst nichts, was wir brauchen. Da ist noch eine Tür. Okay, was hat es mir jetzt gebracht, hier zu kommen? Da ist ja noch eine Tür, okay. Irgendwo hier. Okay, wo sind wir gelandet? In dem Bereich. Autsch. Okay, und hat er manchen Claymore, den nehmen wir auf jeden Fall mit. So, einmal kurz hier resten. Und mal schauen, wo wir jetzt hier hinkommen, wenn wir da lang gehen. Ah, wir sind zurück. Einmal kurz schauen, wo geht's wieder ganz zurück ins Königsgebiet? Hier die Treppe hoch. Dann einmal ganz schnell hier die Flucht ergreifen. Nein, da. Jo. Tut mir leid, aua. Will hier nicht hin. Will hier nur raus. Tschüss. Wir haben es Nacht. Und zähle ich jetzt. Wie zähle ich hier immer noch als normaler Citizen? So, und dann jetzt wieder zurück nach Sentinel reisen. Ja. An unfamiliar object in your pack catches your eye. It is a letter addressed to you in the elegant flowing script. How did that get there? Schon wieder einen neuen Brief. So, after you use the time wisely, what's here? Garrix, as you are known to the common folk of Sentinel, who bar their doors against you in fear each night, yes, I know who and what you are, and you, your days terrorizing the Iliac Bay is numbered. I offer you a simple choice. Renounce your... Okay. Den Brief hatten wir ja schon mal. Warte mal. Wir haben... Den hier komischerweise ausgezogen, warum auch immer. Mit Trick Race, mit Trick Katana, aber wir haben jetzt einen Adamantium Saber. Besser als unser Kurzwort. Warte mal, der ist 6 bis 15. 4 bis 15. So, ist das hier auch einhändig? Ja. 5 bis 19, dann nehmen wir den erstmal. Ah ne, warte, das ist Mithril, wir wollen aber... Der ist eigentlich nicht.
dann bleiben wir erstmal hierbei. Wo ist jetzt unser Schild? Da. Okay, da ist der Palast. Da wollen wir mal dahin. Und geben die Quest eben ab mit dem Bilderrahmen. Haben wir den noch? Obtasche? Da haben wir den noch. Painting. Warte mal. Ich habe das alles noch wahrscheinlich. Ja, ich habe das Geld alles noch hier. Dann müssten wir wahrscheinlich noch erstmal einen Weilchen in Sentinel bleiben, glaube ich, oder? Weil letztes Mal war schon ein bisschen unnötig, dass wir erst einen Brief hier bekommen hatten für diese Quest, für die Hauptquest, als wir wieder in Daggerfall waren. So. Ja, das kennen wir. Oh, mein Handy wimmelt. Entschuldigung. So. Ja, ich bin heute auch mal etwas früher als sonst am Aufnehmen. Weil es für mich gleich auf zum neuen Job geht. So, hier ist your 697 Gold Rings. Did you attempt to use the painting? Yeah. You presume much, Max Dio Second. What you saw is not for the prying eyes of the masses. It concerns matters of reality and will be dealt with by reality. Oh, hallo Max. Queen Aquariti. Jetzt können wir mit der rein theoretisch quatschen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die richtige oder falsche Entscheidung getroffen habe, was Antworten angeht. Aber ich will jetzt mal unseren Krimskram hier verkaufen gehen. Was wir jetzt haben, eingesammelt. Was habe ich hier jetzt eigentlich für einen Ruf? Immer noch Citizen, okay. So. Und wir müssen wieder Unschuldige jagen. Gut, dass hier noch ein paar sind. Unschuldige. Da ist noch jemand. So, das müsste, glaube ich, reichen, oder? So, was? Da haben wir es. Und jetzt ab nach Südwesten, wo die ganzen Waffenläden sind. Müssen wir auch noch mal ein bisschen einkaufen. Oder hier, wir können hier auch erstmal rein. So, was haben. Was hat er so im Angebot? Goldene Unterhose, auf jeden Fall. Die wollen wir. Jo, die paar Sachen geben schon fast 30.000. Dann die beiden. Und dafür haben wir 16 bekommen, also 16 Riesen. Schade, dass der sonst nichts anderes Besseres hatte, die wir kaufen konnten. Aber jetzt haben wir erstmal so 220.000 auf dem Karren gerade noch rumliegen. Nee, der hat noch nichts, was wir haben wollen. Hm.
bisschen, dann sind wir da. So, hier haben wir schon die ersten Läden. Wir fangen hier an. Ja, nur das Geld, ne? We are paid with a letter of credit. Wie jetzt? Letter of credit. Use. Wir haben jetzt ein Blatt mit Kredit, weil okay, also kann der Mini bezahlen oder wie? Warum jetzt Kredit? Kann ich mit dem Kreditzettel da zur Bank gehen und sagen, ich möchte das in Geld umtauschen? Gold? Okay, da ist noch nicht offen. Gehen wir mal hier rein. So, der hat hier noch nichts. Leather Grapes, okay. Kann ich ihm jetzt noch irgendwas verkaufen? Gibt es Klamotten, Tränke, Bücher. Wo waren jetzt dort? Dort waren die nächsten. Miete und so weiter. So. Der Matthew Mace ist nicht das, was ich haben möchte. Manchmal Battle Axe. Okay, sondern noch nach Westen. Da haben wir noch einen Laden. Hier. Schade, die haben noch nicht das, was ich haben will. Dann gehen wir noch mal zur Bank. Warten wir mal ganz kurz. Wie spät haben wir es überhaupt? 17:44 Uhr. Dann gehen wir vielleicht mal zur Taverne. Wo es aber auch dunkel ist. Schön ist. Aber ich gehe schon in die falsche Richtung. Die Taverne müsste hier gleich sein. Da ist die. So. Genau. Room. Eine Nacht. Ah, nice. So.
17.52 Uhr. Wir wollen bis 11 Uhr pennen. Also sagen wir mal 24 minus 7, das wäre dann 17 Stunden, die wir hier dann pennen dürfen. So, dann müsste es jetzt gleich 11 Uhr sein. Geht's hier raus? Nope. Frag mich, mit wem ich hier ein Zimmer geteilt habe. Und welche noch so alles ist. Hier müssen auch noch welche sein, ne? Nee. Hier sind keine Zimmer. Das ist kein Schlafzimmer. Echt nicht viele Schlafzimmer hier, diese Taverne. So, hier haben wir die Bank. Dann. Wie viel habe ich hier? So, ich mache jetzt mal die 50.318 rein. Okay, nochmal die 15.385. Achso, denn von da. Okay. 191000 machen wir jetzt. Jetzt noch mal die 15385. Was ist mit dem jetzt hier? Das ist nur noch das hier. Was kann ich damit jetzt machen? Wie werde ich die jetzt wieder los? Wie kann ich das einlösen? Irgendwas muss ich doch damit machen können. Hier noch mal ins Königshaus, dann. Also, obwohl wir hatten die Läden hier noch nicht abgesucht, dann gehen wir mal nach Osten. Vielleicht können wir auch unser Kreditschein da, den wir bekommen haben. Loswerden, wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, was ich damit anfangen soll. Ich kann die nicht auf die Bank legen. Oder zumindest weiß ich nicht, wie ich das machen kann. So. Kann ich damit einkaufen, bezahlen hier? Ebony Dagger haben wir hier schon. Alter. Aber der auch nur 5 bis, 9, bis 10 Damage. Also ich weiß noch nicht, ob ich den Ebenerzdolch haben will. Wo ist denn der andere Store? Hier müssen wir sein, ne? Ja, hier haben wir den Schmied. Round spielt, aber
ich weiß nicht, weil der nur plus 2 Armor gibt. Wenn, dann würde ich eher Tower Shield nehmen. Der hat aber noch nichts. So, dann noch nach dem Norden war noch ein Laden, ne? 2 Leben. Aber wir haben schon mittlerweile Zugang zu ebenerst Waffen. Immerhin. Auch wenn es nur ein einziger Dolch war. Dann können wir dem irgendwas abgeben, verkaufen. Haben wir irgendwas auf die Tasche gelassen? Ja, die Lederherzen. Und im Waren haben wir sonst nichts. Vielleicht sogar von der Queen persönlich. Wir fragen ja erstmal an die Queen. So, ah, ich sehe ja schon, ob die für uns was hat. Work, things, people. Tell me about any news? Greetings, a good queen Okuriti. Do you have any interesting gossip? Mono got the short end of the stick in some deal. Now they're out to get mixers of Dibella. Okay, danke schön. Okay, das hat mir jetzt nichts gebracht mit der. Quatsch mir vielleicht mal mit Lotus. Oder wie ich ihn gerne nenne, Lotus. Prinz Lotus. So. Okay, der hat auch nichts. Was mit ihr? I don't have time for your type. Hier gab es auch noch irgendwo Leute, oder? Der hat nichts. Die mittlerweile Quest für uns? I don't have time for your type. Okay, die nicht. Da muss ich mir bestimmt hier einen gewissen Ruf erarbeiten. Der hat auch keinen. Hat die vielleicht? I have heard of you, Max Deals a second. I'm Tukja. May I beg a boon of you? Are you passing by Tsagutu Dizu anytime soon? If so, I need to deliver a package to someone there. I would gladly pay you 860 gold pieces. Ja, komm, machen wir. What luck, my friends Migta in Tsagutu Dizu. Just ask around, everyone knows her. She will pay you right away. If you take longer than 12 days, you might as well throw it away. Here it is. I bought this fine piece of blues for Victor's wedding. It would be dreadfully embarrassing if it does not arrive in time. Okay, danke schön, gute Dame. Hier sind übrigens Klamotten, die du anziehen darfst. Da hinten. Du musst hier nicht unbedingt nackt rumlaufen. Auch wenn es ein schöner Anblick ist, aber dann lieber angezogen. So, okay, dann wie hieß der Ort? Tsagutu Dizu. Suchen wir mal. Nee, nicht T. Z. Tsagutu. Da.
dann schaffen wir 3 Tage. Und hier haben wir schon die erste. General. Da. I hit. Hit all units. It, I help you. I could. Okay. Ne. Wir machen Kabine. So, Mikta. Let me running around will make a right good improvement in your manners. Land reden? I don't know nothing about Mikta and I ain't sing anymore. Suchen wir mal eine andere Person. Hier, people, Mikta. You'll find it that way, no. Okay. Aus nach Norden. So, dann fragen wir die hübsche Dame hier mal. Of course I'll help you. Just go that way. Just keep going northwest. Okay, wir kommen immer näher. So, dann müsste er jetzt wissen. Okay, dann nicht. Gotta be somewhere around here. Okay, dann halt nicht. Sie aber, ja. Why the hell would I want to give you directors, Max? Hey, die hat doch gesagt, ich bin ihr Freund. Also, Freund von ihm. So, I reckon a little more running around the room. Wie groß ist es hier auch nicht? Hier auf einmal reingehen. Okay. Dwarf brauchen wir nicht. Iron brauchen wir auch nicht. So, dann fragen wir den hier. I guess I can tell you that's that way, just northeast. Okay, also ich gehe davon aus, dass das Gebäude ist, oder das hier, oder das, oder das. Wir fangen erstmal mit dem Kleinen hier an. So, North Guilty. Okay, das ist jetzt nicht. Dann fangen wir hiermit weiter an. Good, ja. Okay, das sieht nicht, aber hier geht es ja noch weiter. Wir bleiben erstmal hier unten. Okay, hier unten gibt es keine weiteren Räume mehr. Und hier noch ein Schlafzimmer. Oh. Und hier oben vielleicht? Ist es sie? Nein, aber sie wahrscheinlich. I was hoping Tukcha would be able to get this to me in time. She has been so busy lately. Here's the 816 you were promised. Nice, immerhin. Ah, und das geht wieder raus, okay. Und weg ist er! Aber das hier war auf jeden Fall das richtige Haus. Und hier geht's auch nochmal. Okay. Geht's los hier? So, dann können wir wieder zurück nach Sentinel. Das war hier oben. So. Wieder 3 Tage. Oh ne, nicht dieses Lied wieder. Diese Melodie. Ja, wir geben jetzt eben noch mal schnell die Quest ab. Bisschen schneller, bisschen beeilen.
hier. Da ist sie ja. My name is Tukta. I have a mission that requires the utmost stealth and sorcery. The risk is minimal and I will pay you 820 gold pieces. It will only take 51 days of your time. I cannot tell you more unless you accept this mission. Komm, wir riskieren's mal. Go to the King's Ferry in the Restless Mud Tavern. Lodge there is a courier bearing a letter. Take it and leave this false one in its place. Wir haben wieder so eine Quest. Da hab ich Bock drauf. Do not disturb any of his belongings. If he finds out that the letter has been switched, all of my plans will be ruined. If you are caught, don't bother trying to find me. Ja, okay, dann würde ich sagen. Ich habe mich jetzt erschrocken. Ich dachte, er greift mich jetzt an. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir werden das dort verkacken, auf jeden Fall. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!